Beute entdeckt haben, müssen Sie sie mit beiden Augen fixieren. Wenn es darum geht, in der Wüste Nahrung zu finden, muss man gut sehen können oder gut hören. Unser nächstes Tier hat Ohren, die zweimal so groß sind wie meine. Damit hört es sogar Beute, die sich unter der Erde bewegt. Auf den ersten Blick mag die Wüste wie ausgestorben erscheinen. Doch verborgen im Sand findet man einige Leckereien. Der Löffelhund versteht es wie kein zweiter, an diese Nahrungsquelle heranzukommen. Ich werde versuchen, mich mit ihm zu messen. Leider klappt das in der Wildnis nicht. Man kommt einfach nicht nah genug an ihn heran. Deswegen fahre ich nach Harnas, zu einer Art Reha-Klinik für Wildtiere. Dort werde ich mir ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit diesen Insektenfressern liefern. Die Käfer, die sie erbeuten, sind nicht nur nahrhaft, sie sind auch eine wichtige Wasserquelle für die kleinen Wildhunde. Löffelhunde finden selbst Käfer, die sich tief im Sand vergraben haben. Ihr empfindlicher Gehörsinn meldet ihnen jede kleinste Bewegung im Untergrund. Vor allem auf Termiten und Mistkäfer haben es die Löffelhunde abgesehen. Doch auch kleine Nagetiere werden nicht verschmäht. Mit ihren riesigen Ohren sind die Löffelhunde perfekt ausgerüstet, um Käfer im Boden aufzuspüren. Ich versuche jetzt dasselbe, allerdings mit modernster Technik. Das hier sind zwei kleine Messsonden, die ich in den Boden stecke. Und mit Hilfe dieses Verstärkers werde ich hoffentlich die Käfer dort unten hören. Wird Zeit für den Wettkampf. Die legen schon mal los. Ich gegen die Löffelhunde. Kann menschlicher Erfindergeist die Natur schlagen? Die Sonden erzeugen ein elektromagnetisches Feld, das jede kleinste Erschütterung im Untergrund registriert. Das hoffe ich zumindest. Die Käfersuche beginnt. Die Löffelhunde und tausende Jahre Evolution auf der einen Seite und ich mit einem kleinen modernen Metallkästchen auf der anderen. Es wird spannend. Wer zuerst einen Käfer findet, hat gewonnen. Ah. Entweder liegt es an der Technik oder ich bin unfähig. Ich habe nichts gefunden. Er hat seinen Käfer schon. Ah, yes. Endlich ein Käfer. Die Natur hat mich vernichtend geschlagen. Die Löffelhunde haben einige Käfer gefunden. Und ich mit der modernen Technik nur einen einzigen lausigen kleinen Krabbler. Sie wissen, was jetzt kommt? Ich will eigentlich gar nicht. Oh mein Gott! Ist das widerlich? Ist sicher eine wichtige Nahrung in der Wüste. Aber ein ganz anderes Problem ist dort, einen schnellen Fluchtweg zu finden. Es gibt dort Tiere, die eine fantastische Lösung für dieses Problem haben. Und die suche ich jetzt. Dann denke ich nicht mehr an den ekligen Käfergeschmack. Ich bin auf der Jagd nach der ultimativen Anpassung an diese Wüste. Das hier ist eine Radspinne. Sie ist zwar nicht groß, hat aber einen erstaunlichen Trick auf Lager, der fast rekordverdächtig ist. Um diese Spinne zu finden, habe ich mir Hilfe geholt. Chris, der die Dünen und die Tierwelt Namibias wie seine Westentasche kennt, wird mich unterstützen. Doch für unsere Suche müssen wir die Dunkelheit abwarten. Es ist wieder mal 5 Uhr morgens und wieder mal suchen wir ein unscheinbares kleines Tier. Diesmal ist es die goldene Radspinne, die sich irgendwo hier im Sand versteckt. Ich weiß nur nicht wo und den Experten sehe ich auch nicht. Zum Glück finde ich Chris, der unermüdlich auf Spinnensuche ist. Auf Englisch nennt man sie auch sinngemäß tanzende weiße Dame. Besser ist aber Carpa Rachne aureoflava, die goldene Radspinne. Da ist sie. Kommt gerade aus dem Sand. Die hat lange Beine, ist also ein Männchen. Weibchen haben kürzere Beine. Jetzt liegt sie noch ganz ruhig da. Sie fühlt sich nicht bedroht. Aber wenn sie die Gefahr erkennt, springt sie hoch und beginnt ihren Tanz.
Die weiße Lady zeigt ihre Show nur, wenn sie sich wirklich bedroht fühlt. Dann führt sie ein Schauspiel auf, das den Gegner verwirren soll. Als es langsam dämmert, können wir eine weitere erstaunliche Anpassung dieser Spinne an die Wüste beobachten. Wir wollen sehen, wie die Spinne ein Rad schlägt. Aber sie hat noch ganz andere Sachen drauf. Sie ist zum Beispiel die perfekte Tunnelbauerin. Erklär doch mal, Chris. Wenn man genau hinsieht, erkennt man, dass sie mit vier Beinen den Sand wegschaufelt. Sobald der Sand fort ist, verkleidet sie das Loch mit Spinnfäden, die es sichern. Der Tunnel wird bogenförmig abgestützt. Das hindert den Sand daran, in den Tunnel zurückzufallen. Lassen wir die Spinne weiter ihren Tunnel bauen, denn ich will die ultimative Anpassung sehen, eine rollende Spinne. Los geht's. Chris und ich machen uns jedoch zuerst auf die Suche nach dem Grund, warum diese Spinne ihr erstaunliches Verhalten zeigt. Siehst du die kleine Grube hier? Hier hat sich ein Namib-Sandgecko vergraben. Ein Palmato-Gecko Rangi. Hier ist sein Bau. Der Gecko kommt in der Nacht raus und sucht was zu fressen. Vor allem Radspinnen. Food is the cartwheeling spider. Der Gecko ist also der Grund für das Radschlagen? Genau, da siehst du den Schwanz? Die Schwanzspitze hängt raus. Ich erzähle dir gleich mehr über den Gecko und warum die Radspinnen vor ihm flüchten. Mal sehen, ob es schon geht. Er hat sich gedreht. Jetzt schaut er raus. Toll, oder? Jetzt holen wir ihn raus. Schau mal. Das ist der Hammer. Das ist der einzige Gecko im südlichen Afrika mit Entenfüßen. In Europa hätte er wohl Schneeschuhe an, aber das sind Sandschuhe. Er ist ein echter Sandspezialist. Darum stürzt sich die Radspinne die Düne hinunter, weil eine Spinne für einen Gecko wie ein Rumpsteak ist. Kann ich ihn mal haben? Klar, sieh dir die großen Augen an. Damit kann er in der Nacht super sehen. Wir haben den Spinnenbau gefunden und den größten Feind der Spinne. Zeit für eine Spinne, die Rad schlägt. Lassen wir ihn wieder frei, oder? Gute Idee, Jamie. Mit dem Kopf voran und jetzt loslassen. Perfekt. Und jetzt gräbt er sich mit seinen Entenfüßen wieder einen Tunnel. Der ist schnell. Ein Profi-Buddler. Der Gecko bringt sich in Sicherheit und uns läuft langsam die Zeit davon. Es wird immer heißer und wir haben immer noch keine Radspinne gesehen, die eine Düne hinunterrollt. Dann, im letzten Augenblick, haben wir endlich Glück. Die Spinne stürzt sich mit rasender Geschwindigkeit herunter und überschlägt sich dabei 44 Mal pro Sekunde. Für mich ist das die ultimative Anpassung an die Wüste. Ich versuche mal, sie zu fangen. Das war die Radspinne. Jetzt bin ich dran. Radspinnen zählen im Verhältnis zu ihrer Körpergröße wohl zu den schnellsten Landlebewesen überhaupt. Um mit ihnen mithalten zu können, brauche ich das hier. Entweder ist das ein neuer Trendsport oder eine wirklich schlechte Idee. Mal sehen. Let's find out. Okay, go! Alles okay? Ganz langsam jetzt. Mach langsam.
Das war viel schneller als erwartet, oder? Geht's? Das kam überraschend. Langsam. Es war wohl doch eine schlechte Idee und keine neue Trendsportart. Das tut echt weh. Oh, Mann. Ich habe 3 Umdrehungen pro Sekunde geschafft. Die Spinne macht 44. Ich war nah dran, oder? Ganz klar. Kein Mensch ist der Radspinne gewachsen. Sie hat die ultimative Anpassung an die Wüste. Das war's aus Namibia. Bis zum nächsten Mal. Du bist total verrückt.